Obwohl ich die Alt-Taste gedrückt habe, hat er die linke Maustaste genommen. Und die ist natürlich für alles Wichtige zuständig. Ne? Ich hasse das so sehr. Ich hasse das so sehr. So, nehmen wir das jetzt so? Ne, nehmen wir nicht. Geil, ne? Dieses Spiel macht mich heute fertig, ehrlich. Stinkende Windel, 1, 2, 3. Interessanter Name und hallo. Siehst du? Er geht immer auf Left Mouse Button zurück. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Ach, scheiß doch, alter Dreck hier. Ja, ich kann nicht einsteigen. Oh, das ist aber heute wieder verfluchter Mist, oder? Also während der Tour die Tastaturbelegung zu ändern, ist unter aller Sau. Funktioniert gar nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hoffentlich habe ich diese Tour bald hinter mir. Kontrolle? Was für eine Kontrolle? Endstation. Bitte alle aussteigen. Los, fahr weg, ich will in mein Depot. Siehst du, da ist Bus. Und die begrüßen dich auch. Sind nett. So. Welches Licht? Ich glaube, Sie haben das Abblendlicht gar nicht an. Das kann nicht sein. Muss noch kontrollieren. Meinst du? Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie bitte das Licht an. Jetzt reicht's. So, wer von euch hat große Fresse, hä? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Augenblick. Hier, bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon Hier. Was? Na klar, die Stimme aus dem Office wieder. Du, ne? Komm, steig aus. Los, raus, Schlampe. Hier, bitte. Ist ja unverantwortlich. Klatsch hier gleich ein. Ist unverantwortlich. Dieses Spiel ist unverantwortlich. So. Rattenpack. Ich sag ja, wenn deine Mutter damals ein Fünfer günstiger gewesen wäre, dann würdest du mich jetzt Vater nennen. So. Was? Man muss die Leute ja auch mal ein bisschen motivieren. Nee, 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 nee. Warum steht hier einer? Hier ist doch Endstation. Grannisplatz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Aber wirklich, alle raus hier. Ich will keinen mehr von euch sehen. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Nee. Fahr Fahrrad, aber bloß nicht mehr mit mir. Jetzt habe ich mich einmal um meine eigene Achse gedreht. Ja, ja, hau ab. Mann. Habt ihr Müll hier liegen lassen? Geldbeutel? Portemonnaie? Irgendwas? Auch nicht. Widerlich. So, bloß zurück. Spielst du mit Lenkrad? Ja. Was man ja an diesen weichen Bewegungen sehen kann. Ich habe mir das mal zugelegt, nachdem ich etliche Folgen Bus Simulator 16 gespielt habe, mit Tastatur. Und schade, das Lenkrad relativ günstig zu haben war, habe ich mal gesagt, komm, investier, kannst du als Let's Player doch immer gebrauchen. Bei den ganzen Abonnements, die du hier so kriegst, kannst du dir das doch locker leisten. Was? Ja, ich bin immer fasziniert, wie teuer die Scheiße ist. Diese Technik-Kacke. Und wie wenig durchdacht das am Ende, ne? Weil dieses Pedal immer so rutscht. Das ist nicht so gut. Also da hätte Logitech echt noch ein bisschen investieren können. So. Einmal in den Garage. Weil gerade Bremsen müsste ja so eine Sache sein,
ne? Die gut funktioniert. Und stinkende Windel 123, vielen Dank für deinen Follow. Das müssen wir hier mal eben noch ausmachen und dann lesen wir auch den längeren Kommentar vom Nick. So. Da sind wir angekommen. Ich nehme mir bei jedem Spiel vor, ein Lenkrad zu kaufen. Denk mir dann aber jedes Mal 250 Euro für ein Spiel. Mittlerweile dachte ich mir, das aber bei 5 Spielen. Naja, ob sich das lohnt, ist immer die Frage. Also es ist, auf der einen Seite ist es schön, muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, ne, ich weiß nicht so ganz mit den Pedalen. Also erstmal hast du unheimlich viele Schnüre, wo ich echt nicht weiß, wie ich die vernünftig verlegen soll. Und wobei das kleinste Hindernis ist, aber erstmal wieder richtig hinsetzen. Diese Pedalen rutschen, das ist diese Pedalplatte. Ne? Jetzt ist sie wieder zu weit hinten, gleich ist sie wieder zu weit vorne. Und das ist halt nicht so geil. Weil das ist wie wenn du im Auto deine Bremse drückst und plötzlich ist die Bremse vorne im Motorraum. Das wäre auch nicht so geil. So. Was haben wir denn gemacht? Hier ist alles gut. Fast 5 Sterne. Warum nur fast? Warum haben wir nur fast 5 Sterne? Warum nur fast? Wir haben 9000 Euro verdient. Ja, das hat sich ja wieder gelohnt, wa? Minus 17.000, warum minus 17.000? Und Linie 3 hat nur 3.500 verdient. So, spielst du auch das Spiel oder das Game Rainbow Six? Nein. Ich meine, ich hätte das mal Rainbow Six. Irgendwo habe ich es in meiner riesigen Liste liegen, aber schon ein ganz altes. Aber da bin ich raus. Das ist ja taktisch. Da brauche ich schnelle Reaktionen, die habe ich nicht. Ich bin alt, ich bin dick. Reaktion wie ein totes Pferd. Warum habe ich hier so viel Verlust gemacht? Aber wir haben diesmal nichts an Strafe zahlen müssen. Das ist ja auch schon mal was. So, wie viel brauchen wir denn noch? Ach du Scheiße. Wisst ihr, wie lange wir heute noch fahren müssen, damit wir in die nächste Ebene kommen? Wow. Also da haben sie aber auch eine Hürde eingebaut. Die finde ich schon massiv. Gut. Wir fahren aber nur die kleinen Strecken. Fahrer zuweisen. Dann nehmen wir erstmal Ette hier raus. Dann gehen wir hier auf den. Wollen wir noch irgendwas an unserem Bus machen? Achso, das ist woanders. Statistiken brauchen wir nicht. Doch, Statistiken brauchen wir. 2 ist die lange Strecke, ne? Ja. Die lassen wir jemanden fahren. Ist besser, wenn die KI die fährt. So, dann auch mit der 2. Und ich fahre dann die 3. Fahrt beginnen. Wir fahren aber jetzt mal am regnerischen Tag. Und damit wir mal was bekommen, Fahrkartenautomat mal ein. Ja, ich glaube, so können wir mal fahren, wa? So, Fahrt starten. Alles klar. Ja, das ist ja wieder ein Mistwetter. Da haben wir bestimmt viel Kundschaft. So, den und hier machen wir natürlich das Fahrtlicht an. Naja. Gut. Ja, sehr realistische Regeneinschläge. Sehr realistisch. So, und wir fahren mal hier entlang. So. Hat sich jetzt eigentlich zu Dunkelheit nicht viel geändert, außer dass die Sicht noch schlechter ist, ne? Aber gut, wir müssen ja Abwechslung haben. Wir können ja nicht immer nur Sonne fahren. Hat man da bestimmt Verständnis für, oder? So. Ich war es nicht. Da bin ich schon wieder drüber gepoltert. Nächster Halt, Grenisplatz. Ja, Sekunde. So. Einmal bitte alle einsteigen. Hört es bald auf zu regnen?
Ja, das hoffe ich auch. So. Ihr seid alle eingestiegen, dann können wir ja mal eben gucken. Bitte. Hier. Na klar. Es gibt auch nur wenige Texturen für Menschen, die sind alle irgendwie miteinander verwandt. Der Verkehr ist so unrealistisch. Da setzt ein Bus seinen Fahrtrichtungsanzeiger und dann bleiben die stehen. Also. So, wer hat denn einen Vorfall? Wo ist denn hier? Ich darf, ne? Da komm, ich fahr einfach. So, ich glaube, da ist keiner, ne? Ja, das ist mit dem Maus immer so ein bisschen schwierig. Weil ich muss ja links und rechts gucken, aber ich sehe überhaupt nichts. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach, ja, du, ja, Blitz, du wirst schon gedacht. Ich musste gestern arbeiten. Ja, ich auch. Ich glaube, ich muss hier abbiegen, ne? Da kommt keiner. Schaffen wir es schön ums Eck rum? Ja. So, da ist wieder einer unserer Kollegen. Was? Habt ihr den Witz gerade mitbekommen? Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Ritter der Leidenschaft etwas daneben. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar sogar. Was hättest du denn gerne? Tagesfahrkarten. Senior Anzahl 2. Danke. Ja, sehr gerne. Nee, ich muss hier nur raus. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Wo hab ich denn... Na klar. Hier habe ich Ihnen schon gezahlt. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft, wie ich frage... Hab ich Ihnen... Augenblick. Da. Ihr habt doch mitgekriegt, dass ein Schwarzfahrer dabei ist. Hä? Ich kann auch nichts dafür. Wenn ihr alle ordentlich wärt, müsste ich das nicht machen. So sieht's nämlich aus. Oh, das war knapp. War ich ein bisschen zu weit. Ich sehe aber auch nirgendwo mehr eine Markierung in der Mitte oder so, ne? Das ist halt irgendwie ein bisschen verwunderlich. Dieses Wetter ist wirklich seltsam. Ah, hier möchte einer raus. Alles klar. Ölregen, ja, so sieht's aus. Wirklich. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Me too. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, warte mal, ich muss mal erst gucken. So, was hätt's denn gerne? Eine Einzelfahrkarte, Standard, ein Stück. 2, 50, 70, 80. Okay. Bitte sehr. Eine Fahrkarte, bitte. Sehr gerne. Typ Tag, Anzahl Standard, 1. Danke. Ja, bitte sehr. Wo hab ich denn... Was? Na klar. Man muss das eigentlich nicht jede Fahrt machen, ne? Hier, komm. Ich mach das so gerne. Schon wieder, ne? Setzt einen Blinker oder Fahrtrichtungsanzeiger und dann bleiben die wirklich stehen. Wie unrealistisch. Ist das eigentlich beschiss, wenn man immer nur noch schön Wetterfahrten macht? Nächster Halt, Nordspeicher. Oder ist das... ja, ist doch gut, mein Gott. Oh. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Die sollst du bekommen. Und zwar einzeln. Typ Standard, Anzahl 2. Bitte sehr. Danke fürs passende Zahlen. Oh Mist, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Das ist mir egal, ich kontrolliere die... Ich habe Ihnen meine Fahrkarte... Habe ich Ihnen schon gezeigt. Darf ich Ihnen mal zwischen die Beine greifen? Danke. Oh nein, ich habe sie vergessen. Wo habe ich... Ich wollte es nur noch mal sagen, ohne hier jemanden zu belästigen. Hier, die Dame hat nicht bezahlt.
So. Ich führe doch keinen vor, ne? Das ist doch legitim, oder? Auf die Leute hinzuweisen. Entschuldigung, würden Sie nochmal die Tür öffnen? Danke. Bitte. Ist ja nicht so, als wenn wir nicht könnten, weißt du? So, Achtung, ich komme. Ich sehe nichts. Zwei Schwarzfahrer bei der Kontrolle, schon krass. Ja. Winter der Leidenschaft ja. Ist so eine geniale Serie. Ganz widerliches Rattenpack hier. Zurückkommen? Fällt mir gerade ein, wir haben noch Regen, ne? Habe ich nicht sowas wie ihr Fischerblätter? Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Ein paar gleich? Was hättest du denn gerne? Tag, Standard, 2 Stück. Sehr gerne. 2,50 Euro, 60 zurück. Ja, immer wieder gerne. So, darf ich mal eben kontrollieren? Hier. Ja. Augenblick. Sie haben meine Fahrkarte. Ja. Hab ich Ihnen schon Was? Ja. Was? Ja. Ach so, hier. Heute mal keiner mit Katzenbildern, das ist ja komisch. So. Letzte Station. Mhm. So machen wir das. Sieht aber wirklich nicht viel. Also schön ist anders. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Ja, ja, genau. Darauf warte ich noch. Es kam heute ausgesprochen selten. Das war bei dem, letzte Woche war das wesentlich häufiger. Nächster Halt, Astra-Promenade. Und nicht einmal was mit Hund, ne? Das ist ja das, was mich so verwundert. Nicht einmal was mit Hund. Gute Halteposition, warum nur gut? Was ist denn an der Halteposition schlecht? So, dann gehen wir nochmal durch. Sieht nicht so aus, als wenn jemand was vergessen hätte. Alles klar. Türen zu. Fahrtrichtungsanzeiger setzen. So. Und dann einmal raus. Und einmal. Oh, da ist die Betonwand. Ich glaube, wir fahren hier ran. So. Jetzt düngeln wir nochmal einmal kurz vor die kleine Garageneinfahrt. Und dann haben wir es geschafft. So. PI. Die Lichter müsste ich mir auch mal irgendwie merken. Ach, das sind diese 9, 8, 7 und so weiter, genau. Machen wir noch die Tür auf. Ah, geschafft. So, Statistik. Naja, 18.000 Gewinn ist ja jetzt nicht so schlecht, ne? Einmal Bordstein erwischt. Nee. Ja, also wir haben auf jeden Fall Gewinn gemacht. Wir kommen langsam in den Bereich, wo ich nicht mehr ganz so viel Sorge habe. Wobei, ich würde ja gerne mal Plus machen, ne? So, Werbung. Jetzt gucken wir uns doch mal die, erstmal wieder richtig hinsetzen. So. Beine ein bisschen entspannen, weil das alles so krumpelig hier ist. Okay, dann wollen wir uns doch mal den Bus angucken. Also, das ist unser Citaro. Wo kann man denn hier bearbeiten, ne? Und wo war hier Werbung? Innenbereich Standard. Also, da können wir noch nichts ändern. Skins. Wähle Bus-Skin. Aber wo ist denn Werbung? Weil das kostet ja alles nur Geld, ne? Weil ich weiß, man konnte Werbung machen. Das ging.
Aber ich kann es hier noch nicht erkennen. Ich meine, sowas sieht ja... Ach, weiß ich nicht, will ich so rumfahren? Bin mir da nicht so sicher.